Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Heute mit dem Titel Eine neue Leidenschaft. Da war ich nun in einer Höhle, 10 Meter tief unter Wasser und hatte komplett meine Orientierung verloren. Es war schwarz um mich herum und ich hatte keine Idee, wo der Weg Richtung Ausgang war. Mein Herz klopfte richtig stark und alle möglichen Gedanken gingen mir durch den Kopf. Wo war ich hergekommen und wo muss ich hin, um wieder raus aus dieser Höhle zu kommen? Genügt meine Luft noch oder ist sie bald zu Ende? Denn meinen Druckanzeiger konnte ich bei dieser Dunkelheit nicht erkennen. Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Höhle beim Hineintauchen ausgesehen hat und wie ich mich orientierte. Da kam plötzlich in meinen Sinn, dass ich immer an meiner rechten Seite eine relativ gerade Wand hatte. Das würde ja jetzt bedeuten, dass diese Wand jetzt relativ nah an meiner linken Seite sein müsste. Ich streckte also meinen Arm komplett nach links aus und versuchte langsam die Wand zu finden. Wo war sie bloß, diese verdammte Wand? Nach gefühlt langer Suche fand ich sie dann. Da war sie. Jetzt musste ich nur noch vorsichtig der Wand folgen und würde so den Ausgang der Höhle finden. Doch wie weit war ich eingedrungen in die Höhle? Werde ich es schaffen, ohne dass meine Luft zu Ende geht? Ich folgte der Wand ganz vorsichtig, um nicht aufzusteigen oder abzusinken. Das dauerte und dauerte. Wo ist denn bloß der Ausgang? Als würde jemand das Licht anknipsen, war es von einer auf die andere Sekunde taghell. Da war er, der Ausgang, mit kristallklarem Wasser. Was für ein Gefühl. Ich habe es gerade noch geschafft. Schnell auftauchen und raus aus dem Wasser. Abel stand am Rand des Wasserlochs und war sichtlich sehr nervös, denn er hatte für längere Zeit keine Luftblasen gesehen, die an die Oberfläche kamen. Aber da war ich wieder an Land mit einem wahnsinnigen Gefühl im Kopf, was ich bisher nicht kannte. Ich hatte eine Höhle gefunden und diese als erster Mensch betaucht. Welch ein Gefühl! Es hatte mich gepackt, das Höhlenforscher-Feeling. Nur so, wie ich das gemacht habe, konnte das in Zukunft nicht funktionieren. Ich musste einfach mehr an meine Sicherheit denken. Doch wie macht man das? Der Tag war gelaufen und wir fuhren wieder zurück ins Fischerdorf Pedernales. Ein wenig Ruhe tut gut und ich musste mir einige Gedanken machen, wie ich meine Höhlenforschung verbessern konnte. Es sollte ja am nächsten Tag weitergehen. Ein Seil musste her, denn mit einer Führungsleine würde ich ja egal mit welcher Sicht den Ausgang wiederfinden. Gesagt, getan, ich ging in eine hier sogenannte Ferreteria, bei uns in Deutschland auch Haushaltwarenladen genannt, und schaute mich um nach Seilen, die ich gebrauchen konnte. Angelschnüre waren zu dünn und die anderen Seile für die Boote zu dick oder aus Hanf. Das war nicht das, was ich brauchen konnte. Als ich schon kurz vor dem Gehen war, offerierte mir der Verkäufer aber noch eine große Rolle Wäscheleine. Genau das war es. Richtig viel Seil aus Plastik, aber auf einer sehr großen Rolle. Ich schätze so circa 350 Meter. Diese Rolle konnte ich natürlich nicht mit unter Wasser nehmen, somit musste ich etwas umdenken, wie man das jetzt nun sinnvoll machen konnte. Der nächste Tag kam und wir fuhren wieder in den Kakteendschungel. Die gleiche Prozedur wie am Vortag, jedoch mit einer dicken Seilrolle im Gepäck. Bei dem Posso, den wir heute betauchen wollten, war der Einstieg auf einem kleinen Hügel. Und dieser Einstieg war nicht so ganz einfach, denn man konnte nicht ins Wasser laufen. Heute musste ich mit voller Tauchausrüstung circa aus einer Höhe von 3 Metern ins Wasser springen. Gesagt, getan. Sprung und ich war im Wasser. Als ich dann nach oben schaute, stellte sich mir aber dann schon die Frage, wie komme ich denn hier wieder raus? Aber das interessierte mich jetzt erst einmal nicht. Ich hatte mir überlegt, dass Abel die Seilrolle in beiden Händen hält und abrollt
und ich mit dem Seilende losschwimme. Wenn was Interessantes zu sehen wäre, hätte ich zumindest immer eine Führungsleine Richtung Ausgang. Ich durchkreuzte also den gesamten Pozzo, aber es war nichts zu finden. Keine Höhlenöffnung und auch keine Taino-Figuren. Jetzt musste ich nur noch aus dem Loch wieder rauskommen. Da war aber auch die Wäscheleine wieder hilfreich. Ausrüstung angebunden und hoch damit. Das ging wunderbar. Jetzt war ich dran. Aber auch hier tat die Wäscheleine ihre Dienste. Leine um den Bauch und mit Hilfe meiner Helfer, die fleißig halfen, mich hochzuziehen, ging das wunderbar. Oben angekommen, heute etwas enttäuscht, musste ich mich jetzt erst einmal ein wenig ausruhen, bevor es wieder zum Auto zurückging. Am Auto angekommen, wollte ich aber noch nicht aufgeben. Ich entschied mich, noch etwas durch die Kakteenlandschaft zu klettern und nach Eingängen in die Unterwasserwelt zu schauen. Ich folgte einer Felsformation, dicht bewachsen mit Gestrüpp und Kakteen, als ich das Bedürfnis verspürte, etwas Wasser lassen zu müssen. Ich suchte mir einen etwas offenen Platz ohne dichtes Gestrüpp und ging meinem Bedürfnis nach. Dabei schaute ich mich etwas um und sah aus einer Felsnische über mir eine Eule herausfliegen. Wow, eine Eule! Aber wo kam die denn bloß her? Da musste ich doch einfach mal schauen und herausfinden, wo die Eule herkam. Ich kletterte also die Felswand hoch und konnte eine größere Spalte entdecken. Als ich bei der Spalte angekommen war, konnte ich erkennen, dass sich hinter der Spalte ein größerer Hohlraum befand, in den man ohne Probleme hinein konnte. Hier saß dann auch vermutlich die Eule. Ich kletterte hinein und schaute mich um. Auf den ersten Blick sah es so aus, dass es sich nur um diesen Hohlraum handelte. Doch da sah ich in der hintersten Ecke eine kleine Öffnung, die mich interessierte. Bei genauerem Anschauen konnte man erkennen, dass diese Öffnung nach bis 2 bis 3 Metern in eine andere Höhle ging. Also nichts wie durch. Auf dem Bauch liegend bewegte ich mich im Robbenstil durch die Öffnung an die andere Seite. Eine neue, viel größere Höhle tat sich auf. Aber hier musste ich erst einmal stoppen, denn ohne Lampe war das mit dem Sehen nicht so ganz einfach. Also wieder zurück zum Auto, Lampe holen und für alle Fälle eine Tauchermaske einpacken und los ging es zusammen mit Abel wieder zu dieser Öffnung im Fels. Nach dem Durchrobben durch die kleine Öffnung konnte man jetzt mit der Lampe erkennen, dass die gefundene Höhle richtig groß war. Wir begannen zu klettern, zu kriechen und zu schauen, wie groß diese Höhle war. Klar, mein Blick war natürlich darauf fixiert, ob sich eventuell auch Wasser in der Höhle befand. Die Höhle war wunderschön mit richtig vielen Tropfsteinformationen und siehe da, auch einen Wassertümpel haben wir gefunden. Blaues Wasser mit weißen Kalkpartikeln bedeckt. Das sah fast so aus, als wäre der Tümpel zugefroren. Also die Klamotten aus und mit Badehose und Tauchermaske geht es auf Erkundungstour in den Höhlensee. Beim Rundherumschwimmen konnte man auch schon sehen, dass sich die Tropfsteinformationen auch unter Wasser fortsetzten. Was für ein Anblick! Fantastisch! Mit der Lampe leuchtend konnte man auch erkennen, dass hinter den unter Wasser befindlichen Formationen weitere Höhlenöffnungen zu erkennen waren. Also jetzt erstmal Luft anhalten und schauen gehen. In einer Tiefe von etwa 4 Metern öffnete sich die Höhle in eine riesige Höhlenkammer, gefüllt mit sehr, sehr großen Tropfsteinformationen. Nur ist das so ein Problem mit dem Luftanhalten. Das kann man nur für eine gewisse Zeit. Je nach Training länger oder kürzer. Bei mir war das eher kürzer. Diese Höhle hatte richtig Potenzial, etwas Sensationelles zu sein. Somit entschied ich mich am nächsten Tag mit kompletter Tauchausrüstung wiederzukommen und zu schauen, welcher Fund mich erwartete. Ich konnte die Nacht nicht richtig schlafen, so nervös war ich vor dieser Tour in die neu entdeckte Höhle.
Es ging früh los und Abel hatte noch einige Helfer besorgt, die uns beim Schleppen der Ausrüstung behilflich sind. Denn das war erst einmal die anstrengendste Geschichte der Tour, diese ganzen Sachen quer und auf und ab durch diese Trockenhöhle bis zum Wasserloch zu schleppen. Am Wasser angekommen, erst einmal abkühlen und den ganzen Fledermausdreck abwaschen. Dann wird sich in Ruhe umgezogen und los geht es in eine neue, unbekannte Höhle. Dieses Mal aber mit einem Seil, das Abel wieder mit der Rolle abspulte, während ich mit dem Seilende schaute, wo es lang ging. Die Höhle war unbeschreiblich schön, mit sehr großen Kammern und mit Wasser komplett gefüllt. Aus meiner negativen Erfahrung bei meiner ersten Höhle versuchte ich auch, meinen Flossenschlag vom Boden fernzuhalten, um das Aufwirbeln von Schlamm zu vermeiden. Ich machte einen Flossenschlag, der dem ähnlich war eines Frosches. Deshalb nennt man den auch heute in der Fachsprache Frog Kick. Die Wäscheleine war nach ca. 350 Meter zu Ende und man konnte den Zug spüren, den Abel wohl haben musste, um die Leine zu halten. Ich habe die Leine am Umkehrpunkt festgebunden und folgte ihr dann ohne Probleme zurück zum Ausstieg. Welch eine Prachthöhle, dachte ich mir noch auf dem Weg zurück. Wie lange wird die wohl noch so weitergehen? Dass diese Höhle für lange Zeit eine der größten und längsten Unterwasserhöhlen der Dominikanischen Republik war und noch viel mehr, erfahrt ihr in meinem nächsten Kapitel mit dem Titel Die Höhlenforscher aus Amerika kommen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Euer Uwe.